Die Kosten in der Schweiz müssen angesichts der Frankenstärke runter. Das fordert der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse an seiner heutigen Jahresmedienkonferenz. In der Privatwirtschaft ist tatsächlich schon vieles günstiger geworden. Dort, wo der Staat etwas zu sagen hat, hapert es aber. Staatlich fixierte Preise zeigen selten oder nur mit Verzögerung nach unten. Das gilt derzeit etwa für die Preise von kassenpflichtigen Medikamenten. Ein 6 Milliarden Franken Markt. Das Geschäft mit Medikamenten in der Schweiz. Ein lukratives Geschäft. Vor allem seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses sind Preise für kassenpflichtige Medikamente zu hoch. Dieser Meinung ist der Preisüberwacher des Bundes, Stefan Meyerhans. Er rechnet ECO vor, was Konsumenten sparen könnten. Wir kommen darauf, dass wenn man die Gesamtheit der Medikamente auf der Spezialitätenliste anschaut, das Originalmedikament, dann nachher kommt man auf ein Einsparpotenzial von etwa 500 Millionen, wenn man den neuen Kurs sofort umsetzen will. Der Wechselkurs ist entscheidend, weil Medikamentenpreise im Ausland die Basis bilden für den Preis kassenpflichtiger Medikamente in der Schweiz. So werden die Preise festgesetzt. Will eine Pharmafirma ein Medikament verkaufen, schlägt sie dem Bundesamt für Gesundheit BAG einen Preis vor. Das BAG vergleicht diesen mit den Preisen für das Medikament in 6 EU-Ländern. Dieser Auslandspreisvergleich ist zentral. Entsprechend wichtig ist der Wechselkurs, der zur Anwendung kommt. Dieser lag bislang bei 1,23 Franken. Dazu kam bis Ende 2014 ein Aufschlag von 5% zugunsten der Pharmaindustrie. Faktisch galt damit ein Wechselkurs von 1,29 Franken. Trotz massiver Frankenaufwertung im Januar wird dieser Wechselkurs im laufenden Jahr nur minim angepasst, auf 1,25 Franken. Das BAG passt den Wechselkurs für bestehende Produkte jährlich an, jeweils im Februar, basierend auf dem Wechselkurs der letzten 12 Monate. Das heisst, der Mechanismus ist langsam, das ist bewusst. Medikamentenpreise will man nicht täglich schwanken. Das schafft nur unnötig viel Aufwand, Verunsicherung und vielleicht auch Knappheit an manchen Orten. Das ist ein langsamer Mechanismus, aber Preisveränderungen und Auslandpreisveränderungen werden tatsächlich weitergehen. In der Regel haben Konsumenten kaum Mühe mit schnellen Preissenkungen. Das BAG betont, es habe die Medikamentenpreise in den letzten 3 Jahren bereits um 600 Millionen Franken gesenkt. Der Preisüberwacher hegt generelle Kritik am System der Preisanpassungen. Jedes Jahr werde nur 1/3 der bestehenden Medikamente auf den Preis überprüft. Dies sei zu wenig. Die Welt ändert sich schnell, alles ändert sich schnell. Und da sehe ich nicht ein, warum man 3 Jahre braucht, um alle Medikamente zu überprüfen. Das ist alles IT-gestützt. Und in dem Sinne ist das einfach falsch, wenn man so langsam reagiert, gerade von Seite vom Bund. Was ist genau Ihre Forderung? Ich finde, dass alle Medikamente jedes Jahr sollten, gerade auch auf den Wechselkurs überprüft werden. Kein Gehör für schnellere Preissenkungen hat Thomas Kueni, Geschäftsführer des mächtigen Pharmaverbandes Interpharma. Ein Preis allein aufs Ausland ausrichten, in einem Land, das ein enormes Interesse hat, dass die Pharmaindustrie hier bleibt und nicht Arbeitsplätze verlagert, das ist einfach in Frage zu stellen. Es geht für uns ja nicht darum, dass wir sagen, wir wollen es im Effekt entziehen. Aber dass wir jetzt, 2 Wochen nachdem die Nationalbank das für alle sehr überraschend gemacht hat, wo man sich nicht 2, 3 Jahre darauf einstellen konnte, sagen, jetzt muss man sofort schärpeln, das wäre einfach nur dumm. Kueni betont, die Schweiz exportiere jedes Jahr für 70 Milliarden Franken Medikamente. Die Branche sei der stärkste Exportsektor. Der starke Franken treffe die Industrie gleich hart wie andere Branchen. Allerdings, der Konzernchef von Roche sagte letzte Woche, der starke Franken sei für ihn von untergeordneter Bedeutung. Wir sind insofern weniger als andere Branchen betroffen, als der ganz überwiegende Anteil unserer operativen Kosten außerhalb der Schweiz ist. Über 80% unserer Kosten sind außerhalb der Schweiz. Wir haben eine volle Wertschöpfungskette in Ländern wie den USA, in Europa, in China und in Japan. Und entsprechend sind wir auf eine natürliche Art und Weise abgesichert. Ein weiterer Kritikpunkt am Preisfestsetzungssystem des Bundes ist der Wechselkurszuschlag, die sogenannte Toleranzmarge. Im letzten Jahr betrug sie 5%, dieses Jahr sind es noch 3. Historisch, Toleranzmarge hat einen ganz einfachen Grund gehabt. Wir haben einen
sehr komischen Preisanpassungsmechanismus, in dem ausgerechnet die Schweiz, die stark von der Pharmaindustrie profitiert, schon immer gesagt hat, wir wollen von den ausländischen Preisen profitieren, vom starken Franken, indem wir Preise senken. Aber wenn ein Medikament in der Schweiz billiger ist als im Ausland, dann soll das bitte ja billiger bleiben und nach oben kann man nicht. Und auf eine Art und Weise ist eine bescheidene Kompensation für das, ist die Toleranzmarge gewesen. Wenn wir schauen, was mit unserer Exportwirtschaft oder dem Tourismus ist, die haben kein Anrecht auf Toleranzmarge. Wenn wir etwas exportieren ins Ausland, können wir nicht sagen, wir wollen einfach 5% mehr, weil wir sind aus der Schweiz. Und das sollte auch im Inland so sein. Es gibt keinen Grund, dass man da ein Geschenk an die Pharmaindustrie gibt. Und die Toleranzmarge, die ist einfach ein Geschenk an die Pharma. Der Bundesrat will das Kostenwachstum bei Medikamenten dämpfen. Eine neue Verordnung stieß bei der Pharmabranche jedoch auf Widerstand. Deshalb tritt sie frühestens Mitte Jahr in Kraft. Schon jetzt ist klar, der schwache Euro wird erst in einem Jahr auf die Medikamentenpreise in der Schweiz durchschlagen.